Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. So, heute ist soweit. Heute können wir den China-Import testen. Da bin ich mal gespannt. So. Aber ich muss erstmal ins Handbuch gucken. Start Auto Load. Bin ich mal gespannt hier. B. Oh, das funktioniert aber gut. So, jetzt kann man gucken. Okay, die waren ein bisschen zu lang. Ja, aber das geht eigentlich. Vielleicht können wir da die... Bin mal gespannt. Das steht Show Loading Position. Oh, das war zu viel. Vielleicht können wir das auf 7 Meter setzen. Und dann nochmal entladen. Und dann gucken wir nochmal. Das sieht ja gut aus, ey. Na, das ist ja gut. Das Handbuch ist ja easy. B hat uns angewiesen. Okay. Das ist eine gute Technik, auch wenn die aus China kommt. Knoll! Knoll! Servus! Servus! Tja, guck mal hier. Das habe ich vom Hans-Peter gekriegt zum Ausprobieren. Boah. Ja, vor allem der Anhänger ist krass. Der hat Infrarot oder irgendwie sowas, Laser drin. Der erkennt die Baumstämme. Echt? Ja, der kann die sogar alleine aufladen. Wie macht er das mit? Das weiß ich nicht, das kommt aus China, das Zeug. Ah, okay. Ja, war klar. Weiß doch, die spinnen immer. Das war okay. Das war klar. Ja. Aber ist ganz praktisch, funktioniert. Ja, und das geht schnell wahrscheinlich. Ja, viel schneller wie per Hand. Oder mit dem Frontlader. Ja, das ist klar. Muss mal gucken, ob sich die Technik bewährt, dann werde ich mir vielleicht so einen zulegen. Ja, ist sicher Ziel der Rede wert, oder? Ja, sonst bin ich übermorgen nicht fertig mit dem Geschäft von morgen. Ja. Oder von vorgestern oder so. Okay. Gut, muss ich die Baumstümpfe hier auch noch entfernen? Oder machst du das jetzt? Nein, das mache ich. Ich fahre mit dem Mulcher drüber da. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ich hätte das gleich eingesetzt, passt. Jo, bis dann, ciao. Jo. Ciao. Na so. Angeben mit dem guten Ding. So. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, dieser Anhänger. Ich glaube, den werde ich mir wirklich kaufen. Muss mal gucken, ob mir der Hans-Peter da einen bestellen kann.
Und vor allem das Gute an dem Anhänger aus China ist, dass der sogar mit den Birken zurechtkommt. Das schafft nämlich nicht jeder. Warte mal, ist das hier ein langer? Oh, das ist ein ganz langer. Eieiei. Den müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen zerschnippeln. Wo habe ich denn hier gesägt? Ja? Hier nochmal. Und hier nochmal. Gut, die Birke, die müsste so passen. Dann rein nochmal weiter. Mal, ich muss mal gerade den Hans-Peter anrufen. Ja, der soll mich anrufen. Naja, vielleicht ruft er gleich zurück. Das ist ein bisschen komisch hier manchmal. Da liegt aber einer sehr eng dran. So, der Rest passt. Es passt ganz gut hier. Kann man gucken, dass ich vielleicht ein bisschen auf die Seite lagere das Holz. Dann kann ich vielleicht noch ein paar mehr mitnehmen. Peter, ey, warum ruft denn der nicht an? Warum geht der hier nicht? Vielleicht nicht richtig entlastet. Ah, jetzt. Okay, hat alles drauf gepasst. Das ist ja großartig. Kann ich hier eine Spanngurte dran machen? So. Gut.
Warte mal. Warnleuchten muss ich noch anmachen. Oh, ist gut, hä? Hallo? Hallo? Ah, Freunde, was ist los? Hat ihr Party? Ja. Seid ihr schon mal Benz gefahren? Nee. Ich sitze gerade in einem. In einem Arox. Ja, Herr Verona? Ah, Herr Hans-Peter? Ja. Rufen Sie mich doch einfach mal kurz an, das ist ein Privatgespräch, bitte. Jo. Gut, danke. Hallo? Hallo? Ja, so, die Bäume sind jetzt entfernt. Jetzt hatte ich gerade eine Frage, aber da ist ja noch alles fertig an Getreide und so. Ja, das wollte, wir haben das ausgeschrieben. Das wollte niemand haben. Ach so. Ja, aber woran liegt denn das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das niemand will. Hat keiner die Maschinen dafür, oder wie? Ich weiß es nicht, wie gesagt. Okay. Ich erinnere mich, sie hatten ausgeschrieben, dass man es mit eigenen Maschinen ernten muss, gell? Genau. Okay. Haben Sie einen Drescher zum Mieten? Nein. Okay, schade. Wie gesagt, mit einem Gerät. Nee, ich meine, einen, den ich mieten kann. Ja, einen, ja, können Sie. Was ist denn da angepflanzt? Da ist, Sojabohnen. Sonnenblumen, Baumwolle und Mais. Die Sojabohnen? Wie lange stehen die noch? Haben Sie da eine Ahnung? Ach, das ist auch so ein ziemlich platt gefahrenes Feld. Ja? Also meinen Sie, das lohnt nicht mehr? Ja, das ist schon ziemlich platt gefahren und ein bisschen Beton ist auch schon drauf. Ach so. Was war noch? Mais. Da ist auch schon ein bisschen Beton drauf, ein bisschen platt gefahren, aber kriegen sie mehr raus als beim Sojabohnen. Okay. Ja, aber Mais. Okay. Könnten Sie mir einen. Ich bin so ein Rostelmesh-Fan. Könnten Sie mir einen Rostelmesh mieten? Mache ich ihn. Mit passendem Maisschneidwerk? Ja. Okay, supi. Danke. Ich komme dann gleich vorbei. Den Anhänger finde ich ganz gut. Das können wir vielleicht gleich nochmal durchsprechen. Ja. Welchen Rostelmesh? Den kleinen. Okay. Oder? Ja. Was kostet denn der? Der kleine kostet 5.300, der große kostet 15.000. Und ich glaube nicht, dass die 15.000 fürs Schneidwerk sich lohnen. Was kostet denn der kleine im Kaufpreis? Im Kauf? 105. 105? Plus Schneidwerk, oder? Das Schneidwerk würde dann. Moment. Passende Schneidwerk würde dann 19.000 kosten. 105, 124. Okay. Ich melde mich gleich nochmal. Ja. Hätte aber noch kurz eine Frage. Das Sägewerk hat mich mal wieder bar bezahlt. An wen geht denn das Geld? Na, geht es an die Stadt oder an Sie? Ich kann mal kurz schauen. Hab ja immer über meine App. Also ich hab das nicht bekommen. Na, ich hab das Bar hier bei mir in der Tasche. Also, ja. Das ist das Problem. Ich weiß, wo soll ich jetzt mit dem Bargeld hin? Bankautomat. Ich hab fast 44.000 gekriegt. Ja.
Moment. Ich glaube, weiß gar nicht, wo ein Automat steht. Ich glaube, bei mir steht einer. Ich will nur wissen, ich behalte das Bargeld. Ich zahle schon gern mit Bargeld, aber ich will halt wissen, wohin ich es überweisen muss. An mich? Also an Sie. Ja, das wollte ich wissen. Ach so, ja, sagen Sie doch. Aber das ist ja nicht Ihr Grundstück. Ja, das habe ich aber. Ich plane das Event. Okay. Ja, das soll mir recht sein. Okay. Gut, ich bin jetzt auch gerade bei Ihnen angekommen. Ja. Tschüss. Tschüss. Schlick auf. Jo. So. Wollen Sie auch ein Bier? Nee, Bier möchte ich nicht. Ich überweise Ihnen oder ich gebe Ihnen gerade mal das Geld rüber. Ach, danke. Das waren 43.000. Nee, 42.700. Wir hatten eben noch 44.000 gesagt. Nein, 42.700. Dann habe ich mich schon verhört. Moment, ich kann auch nochmal nachgucken. Sie haben recht, es waren 43.700. Ja, Quatsch, ich bin halt ein bisschen. 43.700. So, bitteschön. Ah, danke schön, das schmeckt. Gut, gut, dann würde ich sagen, ich krieg noch Geld. Ja, genau. Wie viel war das jetzt? Ja, Da ist mir was durch die Lappen gegangen. Ich habe nicht nachgezählt. Ja, komm, machen wir einfach so. Ja, das müsste hinhauen. 10 für die Bäume, 5 für die Arbeit. Okay, gut, vielen Dank. Ja, tschüss. Oder ciao. Wollen Sie jetzt noch? Nee, haben Sie einen Kaffee? Ich würde kurz einen Kaffee nehmen. Ja, kommen Sie mit. Jo, gut, können wir kurz Kaffee trinken. Haben Sie immer noch Rückenprobleme? Sie laufen so krumm. Ja. Okay, vielleicht nicht rückwärts laufen. Na, ja. Fallen Sie noch komisch. Manchmal ist es so, ich kann. Manchmal. Ist es... Manchmal nicht so. Ja? Hans? Ja. Der erzählt von dir? Ja, genau. Da wollte ich dich noch bei dir melden, weil du nicht da warst. Ja. Das sage ich dir dann später noch. Okay. Wo ist denn der Kaffee jetzt, Hans-Peter? Will einen Kaffee haben. Kommen Sie mal mit. Kaffeepause. Hier ist die Kaffeemaschine, können Sie reinnehmen. Danke. Okay. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, ist gerne Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. 16 Uhr beim RP-Projekt LS19 Meets Reality. Bis dahin, ciao.